Eine neue Folge zu einer Serie von Mr. Pink, gebuchtes Paket Maestro. Diesmal hat sie zwei Folgen ausgesucht, eine davon, die Simpsons, Staffel 2, Folge 20, also eine frühe Version. Ich liebe die Simpsons, diesmal passt das auch hier mit dem gelben Pullover, gelbe Familie. Aber erstmal Intro. ...35 Staffeln Simpsons und es sind weitere Staffeln gebucht. Es geht immer weiter und weiter. Ich habe es immer so gerne geguckt. Ich muss zugeben, die neuen Staffeln habe ich bis jetzt nicht gesehen. Ich glaube, seit langem eigentlich schon. Aber umso lieber gucke ich die alten immer wieder. Und ich war gespannt, welche Folge hier Mr. Pink aufgetragen hat. Weil ich alle so oft gesehen habe, dass ich dachte, brauche ich gar nicht gucken ungefähr. Den war auch irgendwie so, mehr oder weniger. Kampf dem Ehekrieg, ist das richtig? Kampf dem Ehekrieg? Kampf dem Ehekrieg, hört sich ein bisschen komisch an. Denn im Original heißt es The War of the Simpsons und damit auch eine Anspielung auf den Rosenkrieg, The War of the Roses, witzigerweise. Hat hier dann den Sinn verfehlt so ein bisschen, wieder bei der Übersetzung, aber okay. Und dann ist halt die erste Hommage-Referenz, die bei den Simpsons sehr so wichtig ist, flöten gegangen. Am Ende gibt es natürlich wieder das Sample-Kontext, hier wurde was gesampled. Deswegen hat Mr. Pink es ja aufgetragen, der Sample-Nerd des Fantastischen, was weiß ich. Worum geht es in der Folge? Erstmal möchte ich das Intro beschreiben, das ist ja immer so wichtig bei den Simpsons und auch so. Also bei Disney Plus gibt es ja die Serie und da steht ja am Anfang Intro überspringen und ich so... nein. Die Intro ist einfach super kurzweilig, die Musik ist toll, von Danny Elfman das Thema gemacht, geschrieben und komponiert, das wäre dann dieses, egal. Und weil es ja immer Unterschiede gibt bei dem Intro, habe ich immer darauf geachtet, Nummer 1 war ja, ich dachte immer, dass Maggie, wenn sie rübergezogen wird, über den Barcode-Scanner, dass die Zahl, die dann steht, oder manchmal steht auch was anderes wäre, aber es ist anscheinend immer, ich habe dann Pause gedrückt, das war echt schwierig, immer Pause an der richtigen Stelle zu drücken, ist eigentlich immer die Zahl, warte mal, ich habe es aufgeschrieben, irgendwas mit 8 war es, wo habe ich es denn hingeschrieben? Ah ja, 847,63, also $847.63. Das ist nämlich eine Anspielung darauf oder ein Deut darauf oder es heißt einfach, das ist so der Durchschnitt, den ein Kind zur damaligen Zeit monatlich der Unterhalt gekostet hat. Ein Kind, was man hat, kostet so viel durchschnittlich, $847.63. Und deswegen das Baby darüber zu ziehen, witzig, komm, wieder gut, wieder geil. Haushalt und so, kleine Familie und so weiter. Kleine Familie, ich meine so Standardfamilie von der, ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist das Echo ganz schön stark, ne? Hier in dieser Stelle, wo ich jetzt sitze. Echo! Hier ist so ein kleiner, egal. Dann, das nächste Ding ist ja, was Bart Simpson eigentlich schon vorher immer an die Tafel schreibt, ist ja immer was anderes, ist hier ganz standardmäßig, ist hier einfach, ich darf nie wieder etwas Böses tun. Okay. Nichts Wildes. Dann das auf der Couch natürlich der Witz, eigentlich der wichtigste von allen. Da quetschen sich alle in die Couch. Dann fluppt Marge heraus. Und dann fluppen die Kinder heraus. Und dann sitzen noch Homer Simpson ganz fröhlich auf der Couch. Und die anderen sind eigentlich auch fröhlich und gucken einfach nur geradeaus. Das ist das Intro. Vorspann. Was auch immer. Aber den jetzt ja auch immer Intro überspringen, ne? So. Worum geht's hier? Die veranstalten eine Party, Homer und Marge. So ein Cocktail-Party. Und Ned Flanders kommt vorbei. Ist anscheinend das erste Mal bei ihnen zu Hause, weil er sagt, oh, wie schön das hier ist. Und. Gut, die sehen sich ja immer, wann wird er schon eingeladen. Und es ist ja immer noch die zweite Staffel erst. Dann kommt Dr. Hibbert. Dann kommt Mo. Einfach so alle, die man kennt und nicht kennt, sind da. Und Homer trinkt halt einen Ticken zu viel, weil Ned Flanders anscheinend einen mega Planters Punch kann mit den Ned Flanders auf Ned Flanders Art. Und davon trinkt der Homer viel, viel zu viel und ist halt mega betrunken und macht dann Mord die Frau von Ned Flanders an, weil sie mit so einem riesen Ausschnitt am Start ist. Und ist einfach so betrunken, dass er irgendwann, das ist eigentlich schon wieder witzig, dass dann gehen alle Partygäste und steigen so über Homer Simpson, weil er auf dem Boden liegt und voll im Arsch ist. Das findet natürlich Marge gar nicht gut und am nächsten Tag spricht sie mit ihm darüber und darauf geht's in die Kirche. Also er kann sich nicht erinnern erstmal, was los ist. Und da findet dann eine Szene statt, erinnert sich so, als wäre er so eloquent gewesen, hätte coole Sachen erzählt, abends. Darauf komme ich dann nachher nochmal, bei dem Sample.
Und dann gehen sie in die Kirche und Huma kommt natürlich zu spät und Huma sucht seine Familie und dann geht er so die Reihe lang und da sitzt auf einmal Hitler. Das ist eine Szene, wo Adolf Hitler so, oh nee, Entschuldigung, hier wollte ich nicht hin. Wie auch immer, der Witz da drin. Und dann setzt er sich zu den anderen und was nochmal von der Witz über der Party ist, da wird so Look of Love von Diana Krall gespielt. Dann, was wir noch gespielt, hier ist die Sunshine Band, das Lied hier, wie heißt das, That's the Way. Aha, solche heftigen Lieder. Na gut. Wie das da eigentlich ist, weiß ich nicht, weil die so kurz gespielt wurden natürlich. Wie das dann mit den Kosten ist. Alter Falter. So, was kommt? Ja, was noch witzig ist auf der Party, vorher springe ich schon wieder, ist, er hat die ganze Zeit so einen Jux, sagt er. Das ist ein Jux-Eiswürfel, weil in dem Eiswürfel ist eine Fliege drin. Das ist so ein Plastikding und den tut der Dr. Hibbert ins Glas. Und dann, was soll das hier? Oh, das ist ein Jux. Sagt er, ja, es wäre viel gesünder gewesen, wenn eine echte Fliege drin gewesen wäre. Wissen Sie, was da für ein Plastik drin ist und so? Egal, das wollte ich noch sagen. Ich hätte mal vorher gucken sollen. Dann sind die halt da, Kirche, da wird halt von dem Pfarrer, wie heißt der nochmal? Das fällt mir gerade der Name nicht ein. Wird halt so eine Paartherapie angeboten. Und das ist dann an den Katzenfischsee. Und im Katzenfischsee, da fahren die halt hin. Er hat natürlich gar keinen Bock, aber er denkt so, da könnte ich angeln und so. Katzenfische wird es aber geben. Und dann fährt er ihn, wobei, als er so Angelzeugs holt, dass es den größten Katzenfisch aller Zeiten dort gibt und fast mal gefangen wurde. Und dann denkt er so, das mache ich, Junge Simpson. Und dann sind sie in dieser Paartherapie. Wo halt paartherapiert wird und jeder bei den anderen das Schlimme erzählen will, was ihm nicht gefällt. Und Homer sagt eigentlich gar nichts über sie. Und dann ist Marge dran und dann dauert es die ganze Sitzung. So, am nächsten Morgen steht Homer so früh wie möglich auf, um angeln zu gehen. Marge erwischt ihn. Was willst du jetzt hier? Nur wieder angeln gehen? Geht's ja gar nicht um mich. Dann okay. Und dann, toll, jetzt bin ich wach. Kann ich spazieren gehen? Ja, du kannst spazieren gehen. Dann geht er spazieren. Dann geht ein Junge, der da gerade angelt, geht mit seinem Fang weg, lässt seine Angel liegen und dann fasst ein Huma die an und will so sagen, ey, deine Angel, hast du vergessen? Und dann ist gerade natürlich der Katzenfisch dran, er zieht dran und so weiter und dann fängt er den Katzenfisch und das ist alles ein Hommage an Hemingway, Der alte Mann und das Meer. Und da sagt er auch so Sätze wie zum Beispiel, das ist halt der Witz, ne? Ich liebe dich, aber ich muss dich töten, als er einen großen Katzenfisch auf dem Boot hat und schlägt auf ihn ein. Im Deutschen sagt er aber nur, ich hab dich, ich muss dich töten. Da passt auch wieder das Zitat nicht so ganz und so, ne? Wenn ich ganz korrekt zitiert, ich meine, ich glaube nicht, dass der alte Mann und das Meer auch so übersetzt wurde. Das glaube ich nicht, da muss schon mit Liebe sein und so das große Werk hier, Natur, Ehrfurcht, bla bla. Währenddessen sind aber die Simpsons, die Kinder natürlich zu Hause, Marge sag ich schon, Lisa, Maggie und Bart, die eigentliche Babysitterin, die gekommen ist, änderte sich nur daran, wie schrecklich die Kinder sind, deswegen ist sie abgehauen und deswegen passt Opa auf. Und Opa wird natürlich so ein bisschen hinters Licht geführt, weil die Kinder immer sagen, ja, wir dürfen das, wir dürfen jenes und fressen, machen eine Party. Und da ist Nelson und Nelson sagt dort das erste Mal, haha. Richtig geil, das erstmal ha. Aber im Englischen sagt er natürlich ha. Da sagt er das dreimal. Aber das erste Mal. Im Deutschen ist die Synchron noch ein bisschen anders. Da macht er hehehe, lacht er sich so komisch tot, das ist noch nicht so etabliert und so. Ne? Gerade zweite Staffel. Wie gesagt, das erste Mal 91 erschienen in Deutschland. Da fing es erst an, 89 ja in USA. Aber schon relativ zeitnah auch, ne? Ja, das erste Mal auch. Also eine super Folge auch, was da alles drin vorkommt und so. Mega. Und am Ende kommt Marge und findet ihn und Homer wirft dann den Katzenfisch ins Wasser und freut sich und sagt so, guck mal, was ich für dich tue und so. Und dann freuen sie sich und küssen sich und alles ist schön. Mega. Und das ist halt auch eine der Top 10 Homer und Marge Lovely Moments von Mojo. Ihr kennt ja Mojo, die ganzen Dinger und so, ist mit dabei. Cool, ne? Die ganze Geschichte ist übrigens von einem Autor, der es einfach so eingesendet hat. Dann hatten sie Angst wegen Rechte und haben sie ihm 3000 Dollar gegeben, weil er so ein freier Typ war, der einfach so eine Geschichte geschrieben hat, so ein bisschen locker flockig war. Sonst war so ein bisschen Trivia irgendwie was, muss man gerade gucken. David Silverman hat die regiert, der kommt auch drin vor in War of the Roses, witzigerweise. In dem Rosenkrieg ist er im Film drin. Und der hat sonst irgendwas? Ich glaube nicht. Ach ja, da kommt die Musik, wenn die Kinder da durchdrehen und so, kommt die Musik auch von das Omen vor.
Da, wenn Bart und so abgeht und dann nur Theater machen. Dann ist noch ein Meme. Die dürfen natürlich tun alles bei Opern, tun sowas, können sie alles. Und morgens trinken sie Kaffee, noch mehr Kaffee. Und Lisa kommt auch so, natürlich dürfen wir Kaffee trinken. Und Lisa hat so eine Kaffeekanne in der Hand und hat so einen Gesichtsausdruck voll im Arsch, so als hätte sie den ganzen Tag gearbeitet. Ich brauche noch mehr Kaffee. Und das ist so einer der heftigsten Memes geworden auch, schon damals, für halt, wenn man eben von irgendwas mehr haben will und so. Voll witzig. Wie gut ich das erklärt habe, wenn man von irgendwas mehr haben will. Haben wir sonst noch irgendwas Cooles? Nee, ich glaube nicht. Nichts, was ich jetzt sagen könnte, was nicht gleich bei den Dings noch drin vorkommt. Cool. Ist genau, die Folge kam genau am 31. Dezember raus, habe ich aufgeschrieben. Also, Silvester, ne? Egal. Ey, ab zur Ding Station hier, zur. Komm mit, Sample Station. Schön, dass ihr hier mitgekommen seid. Nein. Sample Station. Die Ärzte, deine Party stinkt. Von 1998. Ich habe, ist auch manchmal jetzt gerade am Anfang das Intro und das zweite Sample wird dann am Ende sein, des Songs. Aber die bestehen aus einer Konversation, Konversation, aus einem Dialog und da jeweils dann immer ein bisschen was rausgeschnitten, aber ich habe es jetzt trotzdem dann gleich bei dem Original, bei der Folge, habe ich es so gelassen, dass man auch sieht, so wie der Originaldialog eigentlich war, wie die das dann zusammengeschnitten haben. Und los geht's. Sample number one. Da ist eine Sache, die ich Ihnen schon längst mal sagen wollte. Ich kenne Sie nicht. Ich sehe Sie heute zum ersten Mal. Du stinkst. Da ist eine Sache, die ich Ihnen schon längst mal sagen wollte. Aber bisher habe ich mich nicht getraut. Ich kenne Sie nicht. Meine Frau kennt Ihre Frau. Ich sehe Sie heute zum ersten Mal. Du stinkst. Richtig gut. Siehst du da von dem Typen, was er gesagt hat, ich sehe zum ersten Mal, das war natürlich nicht drin, sowas zum Beispiel. Und da ist er halt total betrunken. Und der Zeichner hat sich auch gedacht, so, wie überhaupt ist das ja bei Comicverfilmung? Wie zeichne ich Homer jetzt betrunken? Und dann hat das halt so gemacht, dass er eben die Augen nicht gleichzeitig, eine ist ein bisschen mehr auf, eine guckt woanders in das eine Auge, dann diese Schwanken und so. Gut, ne, sonst machen sich ja Zeichentrickfilme wahrscheinlich damals nicht so oft Gedanken darüber, wie man jemanden betrunken malt. Das ist ja für Kinder eigentlich ist. Zweites Sample kommt am Ende des Songs von. Ich musste raus aus den nassen Sachen und rein in einen trockenen Martini. Wirklich eine tolle Geschichte. Er ist der geistreichste Spaßmacher der Saison. Ich habe mich aufgeführt. Ich musste raus aus den nassen Sachen und rein in einen trockenen Martini. Wirklich eine tolle Geschichte. Dank. Oh Gott, da ist ja eine Fliege in meinem Drink. Die ist von mir. Von Ihnen? Ein Juckseis-Plastikwürfel. Ein toller Einfall. Das ist eben Homer. Er ist der geistreichste Spaßmacher der Saison. So gut, wie es gezeichnet ist dann auch, sondern sieht dann auch so ein bisschen so Folletton-mäßiger aus. Ein Folletton-Comic. Und das ist eine Anspielung auf diesen Holocaust-Roundtable, den es damals Anfang 1920er gab. Der in diesem Hotel halt Holocaust oder in Manhattan stattfand, von den ganzen ja, eloquenten Schriftstellern, Möchtegerns, die dann nur so kleine, schöne Gespräche hatten und Diskussionen und wow, wir halten uns für was Besseres und gut getrunken haben. Ja, so stellt sich das Humor vor. Mega Folge, danke Mr. Pink, ich hoffe, dir hat's gefallen, alles passt da so. Und auch allen anderen natürlich. Ich meine, bei den Simpsons, spoilermäßig ist da ja nie was und guckt euch die Folge an, ist wieder eine richtig schöne, tolle. Mit so viel Anspielungen und Referenzen, das macht es einfach aus.